Meine Arme wurden während meiner Kreuzigung aus ihren Gelenken gezogen, und die Abbildung auf dem Turiner Grabtuch zeigt das auch so. Donnerstag, 19. Juli 2012, 7 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, es wird ein großer Plan geschmiedet, um die Beweise, dass ich tatsächlich auf Erden lebte, zu zerstören und so Gottes Kinder in die Irre zu führen. Bald werden viele auftreten und sich als heilige fromme Diener von mir ausgeben, um zu versuchen, euren Glauben an mich, euren geliebten Jesus, zu zerstören. Sie werden zunächst damit anfangen, meine Geburt, die Reinheit meiner Mutter und meine Auferstehung von den Toten in Frage zu stellen. Sie werden alle diese Dinge als falsch verteufeln und werden das, was sie Beweise nennen, präsentieren, um sicherzustellen, dass so viele Christen wie möglich Zweifel über mein Leben auf der Erde bekommen werden. Sie werden Lügen über meine Kreuzigung aufstellen und werden Behauptungen über meinen moralischen Charakter in die Welt setzen. Dann werden sie anfangen, die Glaubwürdigkeit von Reliquien anzugreifen, sie in Frage zu stellen und zu versuchen, sie als nichts anderes als einen Aberglauben, der nur in den Köpfen von Christen besteht, zu entlarven. Dann gibt es das Turiner Grabtuch, das Tuch, das meinen toten Leib in der Grabstätte bedeckte. Sie werden letzten Endes leugnen, dass das Grabtuch echt ist und die diesbezüglichen Lügen fördern. Meine Arme sind zu lang, werden sie sagen, und sie werden dies daher anzweifeln. Doch sie versagen darin, die Folter zu begreifen, die mein Körper während meiner Kreuzigung durchleiden musste. Meine Arme wurden während meiner Kreuzigung aus ihren Gelenken, wörtlich, Gelenkspfannen, gezogen, und die Abbildung auf dem Turiner Grabtuch zeigt das auch so. Dann werden sie zu beweisen versuchen, dass die Auferstehung nie stattgefunden hat. Das seien alles Lügen, werden sie sagen, so verzweifelt bemühen sie sich, alle Spuren von mir zu beseitigen. Dann werden sie versuchen, all denjenigen, die sich während der Warnung bekehren, die heiligen Sakramente und die heilige Bibel vorzuenthalten. Sie werden die Bibel an den meisten Orten der Welt verbieten. Dann werden sie ein neues Buch einführen, das nicht mehr die Wahrheit enthält, das, so werden sie behaupten, die Wichtigkeit verkündet, einander zu lieben. Sie werden die Liebe, die die Christen in ihren Herzen haben und die eine Gabe Gottes ist, dazu benutzen, um sie so zu manipulieren, dass sie eine Botschaft der sogenannten Liebe annehmen. Liebt einander, werden sie sagen. So liebt jetzt die Religion des jeweils anderen. Verbindet euch zu einer Religion und zeigt für eure Brüder und Schwestern wahre Liebe. Die Liebe zu sich selbst wird die all dem zugrunde liegende Botschaft sein. Liebt zuerst euch selbst, und ihr werdet es dann leichter finden, euren Nächsten zu lieben, wird ihre Botschaft sein, und das wird die größte Lüge sein, die sie euch, meine Anhänger, zwingen werden, zu schlucken. Die Liebe zu sich selbst vor die Liebe zu anderen zu setzen, verletzt Gott. Denn das ist selbstsüchtig. Hört nicht auf diese Lügen. Doch sie werden so überzeugend sein, dass viele glauben werden, was ihnen erzählt wird, und dass sie dem Führer dieser eine Weltreligion wie Lämmer zur Schlachtbank folgen werden. Dadurch, dass die eine Weltreligion in viele Nationen eindringt, wird sie von vielen Regierungen stillschweigend geduldet werden. Sie werden christliche Gesetze schonungslos ausmerzen. Sie werden dann Gesetze machen, um alle Religionen zu verbieten, insbesondere das Christentum. Sie werden denjenigen Strafen auferlegen, die nicht auf ihre Forderungen eingehen. Auf der Wegstrecke all dieses Bösen wird der Kommunismus liegen. Es ist nicht so, dass der Kommunismus den Atheismus fördert, aber er wird den Hass auf Gott fördern. Russland und China werden in vielen Nationen an der Macht sein und sie werden mit Europa beginnen. Die Europäische Union, das Tier mit den 10 Hörnern, wird vom zweiten Tier, das skrupelloser und mächtiger ist, verschlungen werden. Dann wird der Kommunismus seinen Weg antreten,
bevor er sich überall auf der Welt ausbreiten wird. Diese Phase wird nicht lange andauern. Sie wird kurz sein. Eure Gebete werden die Auswirkungen abschwächen. Doch all dies ist vorausgesagt worden und es wird auch geschehen. Betet, 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 dass sich die ganze Welt während der Warnung bekehrt. Wenn die Mehrheit der Seelen sich bekehrt, dann kann und wird viel von der großen Drangsal gelindert werden. Euer Jesus.